Guten Abend und herzlich willkommen bei uns im Literarischen Kolloquium am Wannsee. Den heutigen Abend widmen wir einer der bedeutendsten afroamerikanischen Stimmen des 20. Jahrhunderts, der Dichterin, Theoretikerin und Aktivistin Audre Lorde. Ihre Werke hatten einen enormen Einfluss auf Befreiungsbewegungen in verschiedenen Ländern und sind bis heute verblüffend, man könnte auch sagen erschreckend aktuell. Zwischen 1984 und 1992 hat Audre Lorde jedes Jahr mehrere Monate in Berlin verbracht, unter anderem als Gastprofessorin an der FU Berlin. Sie hat in den 80er Jahren die politische und kulturelle Szene in Deutschland maßgeblich beeinflusst und die schwarze feministische Community mitgestaltet. Ein Einblick in diese Zeit vermittelt der Film Audre Lorde, die Berliner Jahre 1984 bis 1992 von Dagmar Schulz, den einige eben gerade vielleicht auch schon gesehen haben. Andere kennen ihn vielleicht auch schon. Wer ihn sich noch anschauen möchte, kann ihn bis Samstagabend bei uns auf der Webseite abrufen. Audre Lorde starb 1992 im Alter von 58 Jahren an ihrer Krebserkrankung. Sie hat ein umfangreiches literarisches Werk hinterlassen, darunter mehrere Gedicht- und Essaybände sowie autobiografische Werke, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Seit Montag liegt nun einer der wichtigsten Essaybande zum ersten Mal vollständig in deutscher Sprache vor. Und zwar ist das der Essayband Sister Outsider, erschienen im Hansa Verlag. Wir wollen diese Neuerscheinung zum Anlass nehmen, an Audre Lorde und ihr Lebenswerk zu erinnern. Dazu haben wir heute Abend drei Gäste hier auf der Bühne. Marion Kraft, die Sister Outsider gemeinsam mit Eva Bonnet übersetzt hat. Natasha R. Kelly und Agnes Lamkin, die verschiedene Passagen aus dem Essayband vorlesen wird. Ich darf die drei jetzt kurz vorstellen, danach übergebe ich aber und überlasse die Bühne den dreien. Marion Kraft ist Amerikanistin, promovierte Literaturwissenschaftlerin, Dozentin und Autorin. Sie hat an der Ohio State University, an der Universität Osnabrück und am Oberstufenkolleg an der Universität Bielefeld unterrichtet. Ein Schwerpunkt ihrer Publikationen liegt auf schwarzer feministischer Literatur. Als Übersetzerin hat sie bereits ein Gedichtband von Audre Lorde ins Deutsche übertragen und nun auch, wie schon gesagt, den Essayband Sister Outsider. Marion Kraft hat Audre Lorde im Sommer 1986 persönlich kennengelernt, als sie Audre Lorde in Berlin zu einem Interview getroffen hat. Und aus dieser Begegnung hat sich eine sehr enge Freundschaft und ein intensiver Austausch entwickelt. Diese Begegnungen werden in dem Essayband Empowering Encounters with Audre Lorde gewisserweise dokumentiert, in dem Marion Kraft nicht nur von diesen Begegnungen erzählt, sondern auch den literarischen und politischen Einfluss von Audre Lorde auf die schwarze Frauenbewegung veranschaulicht. Ich begrüße außerdem ganz herzlich die akademische Aktivistin und Autorin Natasha R. Kelly, die hier im LCB zuletzt die Webresidenz Unmasking Difference kuratiert hat und heute zusammen mit Marion Kraft auf der Bühne sitzen wird. Natasha Kelly ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin mit den Forschungsschwerpunkten Kolonialismus, Feminismus und Rassismus. Sie schreibt, sie lehrt, kuratiert, macht Kunst, Filme und vieles mehr. Der rote Faden, der sich dabei durch ihre Arbeit zieht, ist ihr Aktivismus für die schwarze Community in Deutschland. Und auch für Natasha Kelly spielt die Auseinandersetzung mit Audre Lorde eine große Rolle. Auch ihre Arbeiten sind von Audre Lorde beeinflusst. 2016 erschien ihre Dissertationsschrift Afrokultur, der Raum zwischen gestern und morgen im Unrast Verlag. Afrokultur bringt über die Biografien von W.E.B. Du Bois, Audre Lorde und Maya Yim schwarze deutsche Geschichte, ihre Gegenwart und Zukunft in einen globalen Zusammenhang. Natasha Kellys Arbeiten zeichnen sich durch fließende Übergänge zwischen Theorie und Praxis aus und so hat sich auch Afrokultur weiterentwickelt. Entstanden ist das gleichnamige Theaterstück, in dem W.E.B. Du Bois und Audre Lorde und Maya Yim jenseits von Zeit und Raum aufeinandertreffen und sich über ihre Erfahrungen austauschen. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf die Premiere.
Außerdem unser dritter Gast heute Abend, die Schauspielerin Agnes Lamkin. Agnes Lamkin hat Schauspiel an der Züricher Hochschule der Künste studiert und anschließend ihr erstes Engagement am Theater Basel angetreten. Danach ist sie ans Theaterhaus Jena gewechselt. Ab 1999 lebte sie längere Zeit in Berlin, wo sie unter anderem am Maxim-Gorki-Theater, in den Sophiensälen, an der Schaubühne und am English Theater gespielt hat. 2018 zog sie mit ihrer Familie nach Oberhausen, wo sie jetzt seit der Spielzeit 2020/2021 festes Ensemblemitglied am Theater Oberhausen ist. Ja, bevor ich jetzt an die drei Gäste übergebe, möchte ich noch auf den Toledo Talk-Beitrag von Marion Kraft und Eva Bonnet hinweisen und ihn wärmstens ans Herz legen. Es ist ein sehr spannender Text, in dem die beiden über ihre gemeinsame Arbeit schreiben und auch über ihre Berührungsängste beim Übersetzen von Audre Lordes Essays. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. An dieser Stelle gibt es The Virtual. Ich freue mich, dass ich heute Abend in der moderierenden Funktion da sein darf und dass ich mit dir, Marion, über Audre Lorde sprechen darf. Also Lara hat das schon ganz richtig gesagt. Audre Lorde ist tatsächlich einer meiner großen Vorbilder, Ikonen. Sie hat mein Denken und mein Handeln geprägt. Und tut es immer noch. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie aktuell ihre Texte sind und wie viel ich jeden Tag aufs Neue, auch gerade in der Vorbereitung für heute Abend, wieder gelernt habe. Aber fangen wir ganz am Anfang an, weil wir duzen uns, ne? Ja, weil so ist das bei uns. Doch schon länger, oder? Ja, wir kennen uns auch schon sehr lange tatsächlich, ne? Aber wie bist du Audre Lorde begegnet? Das ist tatsächlich ein Einstieg, den ich gewählt habe. Und wie würdest du vor allem dann auch die, ja, wenn wir es beschreiben können, als Wiederbegegnung mit ihr während des Übersetzens beschreiben? Also ich bin Audre Lorde begegnet, eigentlich bevor ich ihr begegnet bin. Ich bin ihr begegnet während meiner Tätigkeit an der Ohio State University, wo ich im German Department war und eigentlich was über afroamerikanische Literatur machen wollte. Und bin dann durch einen Kollegen, durch einen afroamerikanischen, mehr oder weniger zufällig auf ein Gedichtband, ich glaube, das war sogar der erste, From a Land Where Other People Live, also aus einem Land, wo andere Menschen leben, von Audre Lorde gestoßen. Und ja, es war sofort ein Aha-Erlebnis. Und für mich auch damals als junge Frau, die aus Deutschland kam, aus der Isolation sozusagen, eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und als ich dann einige Jahre später schon in der feministischen Bewegung hier in Deutschland aktiv war, allerdings in der damals fast nur weißen feministischen Bewegung, habe ich auf einer Tagung Dagmar Schulz kennengelernt. Und die, ich hatte dort zur afroamerikanischen Autorin referiert und Dagmar fragte mich dann, ob ich nach Berlin kommen wollte. Warum? Ja, Audre Lorde ist in Berlin, vielleicht möchtest du ein Interview mit ihr machen. Ja, Audre Lorde, ja. Also ich war ganz schnell, so schnell konnte man gar nicht auf drei zählen, wie ich in Berlin war. Und da habe ich Audre Lorde persönlich kennengelernt. Das war schon, nachdem ihre Autobiografie, ihr Roman Sami, rausgekommen war, den ich dann auch schon in meiner Dissertation schon behandelt hatte. Und wir haben uns dann wirklich so inspirierend unterhalten. Und dieses Interview trug damals, oder ich habe dem damals aufgrund von Audres Aussagen schon den bezeichnenden Titel, der jetzt auch hier immer wieder, was auch hier immer wieder vorkommt, gegeben, The Creative Use of Difference, vom kreativen Nutzen der Verschiedenheit.
Und da, genau darum geht es ja auch in Sister Outsider letztendlich. Und wir haben uns dann näher kennengelernt. Ich hatte Lesungen in verschiedenen deutschen Städten mit ihr organisiert. Sie hat mich, damals wohnte ich in der Provinz in Bielefeld, besucht und dort auch im Frauenzentrum eine Lesung mit ihren Gedichten gemacht. Und ich habe sie dann in St. Croix besucht und sie hat ganz viele Anregungen ja auch gegeben, auch für, ja, für schwarzen Aktivismus. Es war zum Beispiel ihre Idee, dass wir damals in den Anfängen von ISD und ADEFRA dieses internationale Seminar für schwarze Frauen in Frankfurt und Bielefeld in Berlin durchgeführt haben. Das waren 100 schwarze Frauen aus aller Welt. Das war damals ein Novum in Deutschland. Und das, da war sie schon relativ oder ziemlich krank. Das ging auch auf Audre Lorde zurück. Also es ist so, dass sie mich seitdem eigentlich immer begleitet hat. Da geht es mir fast wie dir. Ihre Schriften, ihre Gedichte, ihre Persönlichkeit. Das ist immer sehr, sehr präsent all die Jahre gewesen, sodass die, was du jetzt nanntest, bei der Übersetzung, die Neubegegnung, das war keine Neubegegnung, weil das Audre Lorde hat mich so geprägt in all den Jahren, wie viele andere schwarze Frauen auch, dass daran jetzt an den Texten nichts Neues war. Ich muss natürlich sagen, die meisten dieser Texte, es sei denn, einige hatte ich schon vorher übersetzt, sind ja auch schon viele vorher im Hollander Frauenbuchverlag erschienen, die jetzt auch hier drin sind. Und ansonsten habe ich Audre Lorde immer im Original gelesen. Und das aus gutem Grund. Denn wie, das war vielleicht das Neue jetzt an dieser Übersetzung, die ich ja zusammen mit Eva Bonnet gemacht habe. Diese Begegnung nicht mit mir bekannten Texten, sondern eine neue Begegnung mit der Sprache, mit meiner Muttersprache wohlgemerkt. Eine Sprache, die für so vieles überhaupt keine Begriffe hat. Wir haben stundenlang diskutiert, du kennst das ja auch aus deinen Publikationen, wie machen wir das jetzt? Wie kann man im Deutschen überhaupt genderneutral formulieren, damit der Text auch noch lesbar ist? Wie macht man einem Verlag klar, nein, wir schreiben schwarz, auch adjektivisch, schon lange, lange groß. Mit einem großen S, ja. Noch schwieriger, wie macht man einem Verlag klar, mit dem Lektorat ging es, aber das ist ja nur eine Ebene. Warum schreibt ihr weiß-kursiv? Ist das ein Druckfehler? Nein, wir schreiben weiß-kursiv, weil wir damit andeuten wollen, zumindest, dass in unserer Gesellschaft weiß der absolute Referenzrahmen ist, gegenüber den sich alles andere als das andere einordnen muss. Und das war jetzt die Neubegegnung mit diesen Texten auch. Und auch gerade in der Zusammenarbeit mit Eva Bonnet, von der ich viel gelernt habe, was die Professionalität des Übersetzens angeht, und die aber auch immer wieder betont, dass, wie viel sie von mir gelernt hat, was schwarze Literatur, was die Literatur Audre Lordes angeht und was eben solche Dinge betrifft, wie Sprachsensibilität, was ich eben gesagt habe, sodass die Neubegegnung eher mit der deutschen Sprache war, als mit den Texten als solches. Und ich denke, es ist uns eigentlich, so gut es eben geht, eine sehr gute deutsche Version gelungen. Mhm. Finde ich auch sehr gut. Danke. Also nicht, dass ich das überhaupt urteilen darf, aber ich war wieder total gefangen auch daran. Also ich bin wieder reingestiegen und hatte die Texte lange nicht mehr gelesen. Und es hat mich dann wieder sofort gefangen, wo ich irgendwie dachte, wie toll das in... dass es auf Deutsch überhaupt erhältlich ist auch, ne? Und nach so langer Zeit. Wann sind die Texte das erste Mal erschienen? Die ersten Texte von Audre Lorde sind auf Deutsch im Hollander Frauenbuchverlag, den damals ja Dagmar Schulz leitete, herausgegeben worden 1983. 83. Das war der Band Macht und Sinnlichkeit. Und dann kamen ja noch eine ganze Reihe anderer, aber...
Es ist auch nicht richtig, was jetzt in einigen Rezensionen oder in der Presse steht, dass Audre Lorde in Deutschland gar nicht bekannt gewesen wäre. Das stimmt ja nicht. Sie war bekannt in der schwarzen Bewegung, in anderen POC-Bewegungen, im weißen Feminismus, in der Lesbenbewegung. Also ich habe ja Lesungen mit ihr gemacht. Ich war, als ich an der Uni Osnabrück war, im Fachbereich Linguistik und Literaturwissenschaft, hatten wir kurz vor ihrem Tod beschlossen, ihr die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Also es war ja nicht so, dass sie nicht bekannt war. Sie war aber nicht Teil des literarischen Mainstreams, wie auch selbst Toni Morrison zum Beispiel wurde ja erst breiter zur Kenntnis genommen, als sie dann den Nobelpreis bekommen hatte. Und da sagte ein Herr Reich-Ranitzky noch so, ja, das ist eine Alibi, ein Alibi-Preis oder so. Und ich denke, das muss man mitbedenken oder das muss man mitsehen, wenn man jetzt sagt, wie wichtig das ist, dass dieser Band jetzt in Gänze nochmal erschienen ist und dass er in einem großen Publikumsverlag erschienen ist. Das ist ganz wichtig, dass diese Gedanken, diese Philosophie Audres, dass die auch einer breiteren Öffentlichkeit im deutschsprachigen Raum zugänglich gemacht wird. Einer ihrer bekanntesten Zitate, will ich mal behaupten, lese ich kurz vor, aber dann überlasse ich gleich tatsächlich das Lesen Agnes. Denn die Werkzeuge der Herrschenden werden das Haus der Herrschenden niemals einreißen. Sie mögen uns im Einzelfall gestatten, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, aber sie werden uns niemals darin bestärken, wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Stichwort wirkliche Veränderungen. Ja. Weil du sagtest, die Sprache hat sich schon verändert und wie Gesellschaften sich verändern, verändert sich Sprache oder spiegelt sich in Sprache wieder. Aber welche wirklichen Veränderungen siehst du seit Audres ersten Besuch in Berlin Anfang der 1980er Jahre bis heute? Und erstmal da an. Okay, ja, Stichwort wirkliche Veränderungen. Das ist ja aus diesem Essay, hast du ja gerade auch gesagt, die Werkzeuge der Herrschenden werden das Haus der Herrschenden niemals einreißen. Und das war ja damals in den USA hauptsächlich an den weißen Feminismus gerichtet, wo sich ja ihren Finger wirklich in die Wunde gehalten hat und gesagt, ihr bedient euch derselben Werkzeuge wie das Patriarchat, das Weiße, über das ihr euch beklagt. Ihr seid hier auf feministischen Konferenzen, während wir, und sie hat sich da immer einbezogen, eure Häuser putzen oder eure Kinder hüten. Und dieses Ausschließen auch von armen Frauen aus diesen akademischen Strukturen, das hat sie ja auch immer bemängelt. Und von daher ist auch in diesem Essayband jetzt ihr offener Brief an Mary Daly so hoch, erschreckend hochaktuell, weil hier deutlich wird, dass ein großer Teil von, oder der große Teil, wenn man sogar so will, von Frauengeschichte in den 70er, 80er Jahren vom weißen Feminismus einfach nicht nur an den Rand gedrängt wurde, sondern nicht zur Kenntnis genommen wurde, verleugnet wurde. Und das zeigt sich, diese Nichtwahrnehmung, die hat sich ja auch bei uns hier im Literatur, im Mainstream-Literaturbetrieb gezeigt und auch bei uns im weißen Feminismus gezeigt. Und die schwarze Frauenbewegung und Literatur wird ja erst seit noch nicht allzu langer Zeit überhaupt zur Kenntnis genommen. Wird sie denn schon zur Kenntnis genommen, würdest du das sagen? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. sagen wir, es entwickelt sich. Vor allem vom Mainstream, also ich glaube innerhalb der Community würde ich schon sagen. Schon immer. Schon immer, genau. Und, aber eben nicht vom Mainstream. Ja. Und ich denke, das kommt auch allmählich. Das Rad der Geschichte lässt sich ja nicht
zurückdrängen. Ja, ja. Und diese Verdrängung oder diese Nicht-zur-Kenntnis-Nahme oder dieses Nicht-Wahrnehmen, das sehen wir ja in vielen Bereichen, zum Beispiel was Erinnerungskultur im offenen Raum, im öffentlichen Raum angeht, was überhaupt die Geschichte des Deutschen, auch Kolonialismus angeht. Diese Verdrängungs- und Abwehrmechanismen, die sind ja allgegenwärtig. Und von daher, denke ich, hat sich doch viel verändert in den letzten 30, 35, ja fast 40 Jahren, wobei wir sehen müssen, dass das natürlich angestoßen wurde von der Bewegung, die sich Mitte der 80er Jahre hier in Deutschland gegründet hat, die ja auch sehr stark von Audre Lorde inspiriert war. Genauso wie heute ja viele Dinge angestoßen worden sind durch die Black Lives Matter-Bewegung zum Beispiel. Das ist ja nicht aus der Mitte der Gesellschaft herausgekommen, sondern das ist ja in die Mitte der Gesellschaft hineingetragen worden. Und da denke ich, das ist ein Prozess gewesen über Jahrzehnte. Und ich meine schon, dass sich da viel verändert hat, zum Glück, aber dass wir auf der anderen Seite auch noch einen langen Weg vor uns haben. Um das, damit das nicht so, ja, wie es im Deutschen so schön heißt, Eintagsfliegen sind oder weil es gerade mal sich anbietet, in den Medien mal wieder eine reißerische Seite zu haben oder sowas, sondern dass es, was du ja auch immer betonst, dass es wirklich in die Strukturen auch dieser Gesellschaft hineingeht. Und das war schon immer auch Audre Lordes Anliegen. Ja. Und wenn du die Veränderung innerhalb der Frauenbewegung dir anschaust, damals hat ja Audre Lorde ja immer, im Prinzip war sie diejenige, die das Thema Rassismus in die Frauenbewegung auch reingetragen hat. Also das ist zwischen Frauen, vor allem die Frauenbewegung in den 80er Jahren, die war ja von weißen Frauen dominiert. Und sie kam und sagte, nein, ihr müsst euch, ja, ihr seid vom Sexismus unterdrückt, aber Rassismus, da seid ihr auf der privilegierten Seite. Würdest du sehen, dass sich da auch irgendwelche Veränderungen ergeben haben in den letzten 30 Jahren, wenn du nur die Frauenbewegung betrachtest? Also da muss ich mal ein bisschen zurückgreifen. Da fällt mir gerade ein, dass Audre Lorde auch mal an anderer Stelle sagte, auch in ihrem Essay, der jetzt nicht hier drin ist, Der Traum von Europa, The Dream of Europe, den ich auch übersetzt hatte, in Richtung weiße Gesellschaft und auch in Richtung weiße Frauenbewegung, mit oder ohne euch, ja. Wir sind auf dem Weg. Mhm. Und das denke ich, und sie hat an anderer Stelle, auch in dem Interview, was ich schon 86 mit ihr gemacht habe, vom kreativen Nutzen der Verschiedenheit, hat sie schon ganz dezidiert gesagt, der weiße Feminismus muss sich mit Rassismus auseinandersetzen, andererseits wird er zugrunde gehen. Und sie hat gesagt, otherwise it'll flounder. Und genau das ist passiert. Also ich sehe eigentlich, wenn du so willst, gemessen jetzt an den 70er, 80er Jahren, keinen weißen Feminismus mehr hier. Was sich entwickelt hat, sind zum Beispiel in den akademischen Strukturen die Gender Studies an einigen Universitäten. Aber da passiert ja im Grunde Ähnliches, genau. Dass keine Berufung da ist auf ein schwarzes Wissensarchiv, dass keine Berufung oder keine Kenntnis da ist über schwarzen Feminismus, über die literarischen und kulturellen Beiträge, die schwarze Frauen jahrzehntelang, ja, jahrhundertelang letztendlich geleistet haben, dass es auch wieder in dieser Blase sehr häufig ist und es nebenbei bemerkt auch ganz schwierig ist, für schwarze Akademikerinnen da einen Fuß reinzusetzen. Und was den Feminismus angeht, den Weißen, ja, ich denke, da hat sich Audre Lordes Prophezeiung leider zum Teil zumindest bewahrheitet. Weil du kannst nicht ständig über das Patriarchat reden und von deiner eigenen Unterdrückung als weiße privilegierte Frau
Und das ist ja auch, ohne die anderen zu sehen. Und das ist ja auch hier in diesem Band, in diesem Essay so schön, wo Audre Lorde sagt, ich bin nicht frei, ne, solange nicht jede Frau ist. Ja, und wie kann ich damit leben, wenn ich weiß, dass, ich paraphrasiere ein bisschen, dass im Gesicht der anderen Frau mein Fußabdruck ist. Und auch das ist ja diese, ja, schon einerseits schöne, andererseits erschreckende Aktualität dieses Buches jetzt. Ich muss mich an meine eigene Übersetzungsarbeit erinnern zum Buch Schwarzen Feminismus. Mhm. Da ist auch ein Text drin, einer, der gleich ist. Ich habe noch gar nicht irgendwie wirklich verglichen, aber ich habe ehrlich gesagt auch gar kein Interesse daran, weil ich bin wirklich der Meinung, dass es nicht oft genug veröffentlicht werden kann und wo natürlich jede Übersetzung ihre eigene Nuance hat auch. Von daher, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass jetzt irgendwie gedoppelt, wo Leute sich an der Stelle die Frage stellen würden, vielleicht, oh, darf sie das? Selbstverständlich darf sie das, darf auch noch 20 Mal übersetzt werden. Aber da, als das Buch 2019 herausgekommen ist, habe ich ja Texte ausgewählt, die genau die Intersektionalitätsdebatte nachzeichnet, mit der wir dann mit einer Gruppe von Übersetzerinnen daran gearbeitet haben. Und für mich war dieses ein einschneidendes Erlebnis auch in meiner eigenen feministischen Praxis auch, zu sehen, wie die Intersektionalitätsdebatte hier in Deutschland Aufschwung bekommen hat. Ne? Auch durch das Center for Intersectional Justice beispielsweise, was Dr. Emilia Roig dann ins Leben gerufen hat und was, ich glaube, inzwischen 4 Jahre alt geworden ist. Und wie siehst du heute die Intersektionalitätsdebatte in Deutschland bestellt, weil ja gerade Audre Lorde einer der führenden Intersektionalitätstheoretikerinnen war. Mhm. Und ich glaube, das wird überhaupt nicht wirklich zur Kenntnis genommen manchmal, dass sie nicht nur über die Belange schwarzer Frauen gesprochen hat, sondern ja immer die Differenzen ja in sich vereint hat. Das ist ja das, was sie ja immer betont hat. Ne? Genau, das ist ja auch in dem Essay hier Alter, Race, Gender und Klasse drin. Und das ist, glaube ich, auch der Essay, den du auch in deinem Band ja. Schwarzer Feminismus hast. Den hatte Gloria Joseph ja schon Anfang der 90er Jahre in ihrem Buch mit dem Titel Schwarzer Feminismus. Ja, und der wird nicht langweilig, oder? Also das ist ja. Es baut ja auch aufeinander auf und Sprache verändert sich. Und es ist ja üblich, dass es von sehr guten Werken oder auch von guten, dass es alle Jahre mal wieder neue Übersetzungen gibt, weil Sprache verändert sich ja und die Welt verändert sich. Und das ist auch gut. Und da wurde ja auch, gerade dieser Essay, das ist ja auch so ein Standardwerk, ich komme gleich auf die Intersektionalität, der wurde ja auch schon in Macht und Sinnlichkeit veröffentlicht. Dann kam er in Gloria Josephs Schwarzer Feminismus. Dann hast du ihn vor 3 Jahren nochmal in deinem Buch Schwarzer Feminismus aufgenommen. Und jetzt ist er hier in diesem Band eben. Weil das, denke ich, ist schon das Neue, weil das ja zum ersten Mal auch die Gesamtschrift Sister Outsider ist. Ja, und auch in diesem anderen Kontext steht damit, ne? Das finde ich auch. Und ich denke auch so, ist ja für mich ehrlich gesagt auch noch nachvollziehbarer, weil diese Essays sich ja alle aufeinander irgendwie doch wieder beziehen und dieselbe Problematik oder dasselbe Problem nochmal aus einer anderen Perspektive aufgreifen. Einmal mit Adressat weißer Feminismus, einmal mit den Adressaten schwarze Männer, einmal mit der Frage sexuelle Identitäten, einmal mit der Frage schwarze Frauen und Wut, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, ist ja auch so ein Problem. Und es sind eben unterschiedliche Perspektiven eigentlich auf ein und dasselbe Thema. Und dieses Thema ist der strukturelle Rassismus und sie geht ja noch weiter. Es ist ein systemisches Problem. Und das macht sie
denke ich, so deutlich. Und damit wird auch klar, dass wir nicht nur an einem Problem isoliert herumarbeiten oder genau, doktern ja. können. Ja. Und das ist eben auch die Frage der Intersektionalität, und da hast du völlig recht, dabei gehörte sie zu den ersten, ohne den Begriff jetzt verwendet zu haben, wie er ja später denn durch Kimberly Crenshaw und so entstanden ist. Da war sie aber eine der ersten, für mich eigentlich die erste, die das so klar und dezidiert zum Ausdruck gebracht hat. Mhm. Und was auch in ihrem, was ja das erste Mal jetzt auf Deutsch veröffentlicht ist, in ihren Berichten über, über Grenada, also die US-Invasion in Grenada, da wird das ja so deutlich, dieser Zusammenhang von Kapitalismus, ich sag's jetzt mal, und Rassismus, das systemische Problem wird so deutlich. Und übrigens, ja, wer es noch nicht gemerkt hat, ist ja ganz frisch aus der Presse, deswegen folgen wir auch und schreiben Amerika eben klein, was sie im Original macht, weil sie ja damit genau diesen systemischen Hegemonieanspruch völlig in Frage stellt. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen, hat mich, weil das mutig war auch, ungeheuer mutig zu ihrer Zeit. Ja. Stimmt, auch zu ihrer Zeit nochmal, ne? Da kann man auch wieder sehen, wie unsere Diskurse so ein bisschen hinterherhinken, wenn alle sich noch die Frage stellen, wieso wird das klein geschrieben und ne. Weil das ja, wir reden ja von den, wann ist der Text, 60er, 70er Jahre von ihr geschrieben worden, und wir kommen so langsam erst in unseren Dekonstruktionsprozess überhaupt rein. Aber einer der, ich glaube, schlimmsten Stereotypisierungen habe ich sogar selbst irgendwie erst vor 2 Tagen gehört. Audre Lordes Antwort auf Rassismus ist bzw. war Wut, schreibt sie. Ich selbst wurde tatsächlich vor kurzem auch von einer Journalistin der Süddeutschen Zeitung wütend, als sie mich fragte, ob ich mich nicht integrieren wolle, anstatt mich öffentlich dem strukturellen Rassismus zu entziehen. Ich bin integriert. Also das würde ich mal einfach mal wirklich so stehen lassen wollen. Ja. Als Reaktion auf meine Wut, weil ich wurde wirklich wütend einfach, weil ich wirklich irgendwann gedacht habe, ich komme nach Deutschland, ich spreche kein Wort Deutsch, ich schaffe es durch das System, was schon bemerkenswert ist. Ich schaffe einen Doktortitel, ich schreibe Bücher, ich veröffentliche, ich habe ein Theater, dies, das, und trotzdem werde ich immer noch gefragt, ob ich mich nicht integrieren will. Und die Antwort war Wut. Und sie hat meine komplette Breitseite bekommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war am Telefon, ich wurde laut. Und einen Tag später las ich den Text von Audre Lorde und habe irgendwie gedacht, ach, danke, Audre. So, die mich ja wieder beruhigt hat, weil es wir ja immer wieder in diese Ecke, dieses Stereotype, the angry black woman, nie gefragt wird, woher kommt eigentlich diese Wut und was triggert eigentlich? Und wie beschreibt Audre Lorde Wut? Und wie gehst du auch persönlich mit Wut um? Komme ich gleich noch mit einem Beispiel drauf, aber ich würde sagen, ähnlich wie du. wichtig finde ich, wie Audre Lorde Wut definiert. Ja. Nämlich nicht als Ausbruch, als unkontrollierten, nicht als Hass, der uns ja entgegenschlägt, der ja diese Wut hervorbringt als Reaktion. Und dass sie ihre Wut, unsere Wut definiert als Quelle des Empowerment. Und das hängt ja eng zusammen mit, auch mit dem Essay, die Verwandlung von Schweigen in Sprache und Handeln, dass mit dieser Wut durchbreche ich ja ein bestimmtes Schweigen. Das heißt, mit so einer Frage, ob du dich integrieren willst, wird ja völlig von deiner Person als Frau, als Individuum abgesehen. Du wirst in eine stereotype Ecke gestellt und du musst dich dazu äußern, wenn du nicht in dieser Ecke verbleiben willst. Das heißt, du durchbrichst das Schweigen, und das sagt Audre ja. Und in dem Moment, in dem du das Schweigen durchbrichst, hört dich niemand, wenn du flüsterst. Ja. Und dann musst du auch erklären, dass du wütend bist, das habe ich auch von ihr gelernt, und erklären, woher diese Wut kommt.
Und ich war in letzter Zeit häufig sehr wütend. Lara hat vorhin hingewiesen auf den Beitrag in den Toledo Talks von Eva Bonnet und mir. Da gehe ich auch zum Schluss auf diese Wut ein. Diese Wut, die ich gespürt habe, nicht bei unserer Übersetzungsarbeit, sondern dass wir endlich froh geschafft nach getaner Arbeit, wir haben uns zusammengerauft, es ist ein guter Text geworden, überrollt wurden von dieser unsinnigen Amanda Gorman-Debatte, wer wen übersetzen darf. Und ich erhielt die unmöglichsten Anfragen von allen möglichen Medien, wie ich mich denn als schwarze Frau zu dieser Identitätspolitik verhalten würde. Ja, und ich war wütend. Und das schreibe ich auch in meinem Teil dieser Toledo-Talks. Es gibt keine Identitätspolitik von diskriminierten oder marginalisierten Gruppen. Wie Gayatri Spivak schon sagt, die Identitätspolitik ist immer die Politik der dominanten gesellschaftlichen Gruppe. Das ist doch, auch in dem Beispiel, integrieren Sie sich, wo kommen Sie her und so weiter. Das ist doch... Ne, da bin ich in Anführungsstrichen mit meiner weißen Identität, ne, und mache diese Politik. Und wenn dann jemand wütend, eine Frau, ein Mensch wütend darauf reagiert, dann kommt dieses mit dem angry black woman. Und nein, ich denke, wir müssen diese Wut, ich gehe auch so damit um inzwischen, man kann es ja auch manchmal mit leiser Stimme oder nett sagen oder wie auch immer, aber es muss deutlich werden, dass du wütend bist. Und vor allen Dingen, warum? Warum du wütend bist? Das ist interessant mit der Frage nach warum, weil ich habe nach dem Telefonat auch gesucht in mir und habe gedacht, was war das, was dich jetzt überhaupt getriggert hat? Na? Bis ich dann gemerkt habe, es war ja eigentlich ihre Frage. Wie kann sie mich überhaupt fragen, ob ich mich integriert habe nach 40 Jahren, über 40 Jahren in Deutschland? Also ich weiß gar nicht, dass sie noch mit Integration sehr viel zu tun hat an der Stelle. Aber der Aufsatz, von dem wir sprechen, heißt vom Nutzen der Wut, wie Frauen auf Rassismus reagieren. Und daraus hören wir tatsächlich einen Ausschnitt, jetzt gelesen von Agnes. Jede Frau hat ein reiches Arsenal an Wut. Damit kann sie gegen eben jene individuelle und strukturelle Unterdrückung angehen, die die Wut hervorgerufen hat. Zielgerichtete Wut setzt Kraft und Energie frei, die dem Fortschritt und der Veränderung dienen. Ich spreche hier nicht von simplen Meinungsänderungen, von zeitweise geglätteten Wogen oder von der Fähigkeit zu lächeln und sich gut zu fühlen. Ich spreche von einem grundlegenden, radikalen Wandel der Einstellungen, die unser Leben bestimmen. Ich habe Situationen erlebt, in denen weiße Frauen eine rassistische Bemerkung hören, das Gesagte verurteilen und voller Zorn darüber sind, aber aus Angst im Schweigen verharren. Die nicht verbalisierte Wut tickt in ihnen wie eine Zeitbombe und in der Regel wird sie später der ersten Woman of Color entgegengeschleudert, die Rassismus anspricht. Wird Wut jedoch formuliert und in konstruktives und zukunftsorientiertes Handeln umgesetzt, wirkt sie befreiend, stärkend und klärend. Denn im mühsamen Prozess dieser Verwandlung merken wir, wer trotz aller Differenzen unsere Verbündeten sind und wer unsere Feindinnen. Wut ist voller Wissen und Energie. Wenn ich von Women of Color spreche, meine ich nicht nur schwarze Frauen. Wenn eine Woman of Color, die nicht schwarz ist, mir vorwirft, ich würde sie unsichtbar machen, weil ich ihren Kampf gegen Rassismus mit meinem gleichsetze, sollte ich ihr zuhören. Wir beide vergeuden sonst unsere Zeit damit, miteinander um die Wahrheit zu ringen. Macht mich eine Schwester darauf aufmerksam, dass ich an ihrer Unterdrückung beteiligt bin, ob bewusst oder unbewusst, wäre es wenig sinnvoll, auf ihre Wut mit Wut zu antworten. Der Inhalt unseres Austausches würde in der Abwehrreaktion untergehen. Das wäre reine Energieverschwendung. Ja, es ist keine leichte Aufgabe, stillzuhalten und zu hören, wie eine andere Frau einen Schmerz beschreibt, den ich nicht teile
oder zu dem ich gar selbst beigetragen habe. Wir befinden uns hier an einem geschützten Ort, weit weg von unseren Alltagskämpfen. Es darf uns nicht blind machen für die Stärke und Komplexität der Mächte, denen wir gegenüberstehen, und auch nicht für das allzu Menschliche in unserer Umgebung. Wir sind nicht hier, um in einem politischen und sozialen Vakuum Rassismus zu analysieren. Wir stecken in den Klauen eines Systems, in dem Rassismus und Sexismus nicht nur allgegenwärtig und akzeptiert sind, sondern die Voraussetzung für jeglichen Profit. Frauen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen, stellen für die Aufrechterhaltung dieses Systems natürlich eine Gefahr dar. Die Lokalpresse hat daher versucht, die Konferenz zu diskreditieren. Als Ablenkungsmanöver richtete sie ihr Augenmerk auf die Unterbringungsmöglichkeiten für Lesben. Offenbar wagen Zeitungen wie der Hartforder Courant nicht, das Thema direkt anzusprechen, um das es hier geht, Rassismus. Es könnte zu offensichtlich werden, dass Frauen dabei sind, ihre repressiven Lebensbedingungen zu überprüfen und zu verändern. Denn Mainstream-Medien gefällt es nicht, dass Frauen, insbesondere weiße Frauen, sich mit Rassismus auseinandersetzen. Sie wollen, dass wir Rassismus als unveränderlichen Bestandteil der DNA unseres Lebens billigen, wie die Dunkelheit am Abend oder eine harmlose Erkältung. Wir arbeiten in einem Klima von Konkurrenz und Bedrohung. Das liegt gewiss nicht an der Wut, die wir aufeinander haben, sondern am weit verbreiteten Hass auf Frauen, People of Color, Homosexuelle und von Armut betroffene Menschen, auf alle, die ihre Lebensbedingungen hinterfragen, sich gegen Unterdrückung wehren und auf gemeinsames, wirksames Handeln hinarbeiten. Frauen sollten um die Bedeutung von Wut wissen und sie unmittelbar und erfinderisch in die Rassismusdebatte einfließen lassen, statt sich ihrer Angst vor der Wut zu ergeben. Genauso wenig sollten wir uns von Angst dazu verführen lassen, uns die harte Arbeit zu ersparen und mit weniger zufrieden zu geben als mit der absoluten Ehrlichkeit. Wir müssen das Thema Rassismus in all seinen Erscheinungsformen mit großer Ernsthaftigkeit und der mit damit verbundenen Wut angehen. Denn ihr könnt euch sicher sein, dass unsere Gegner ihren Hass auf uns und das, womit wir uns hier beschäftigen, ebenfalls sehr ernst nehmen. Doch während wir uns mit dem oft schmerzhaften Anblick unserer Wut aufeinander befassen, sollten wir nicht vergessen, dass unsere Wut nicht der Grund dafür ist, dass wir daran denken müssen, nachts die Haustür abzuschließen und niemals allein durch die Straßen von Harford zu laufen. Der Grund dafür ist der Hass, der in den Straßen lauert und uns alle zerstören will, sobald wir, anstatt der akademischen Rhetorik zu frönen, auf echte Veränderungen hinarbeiten. Dieser Hass und unsere Wut sind sehr verschieden. Hass ist die Raserei jener, die gegen uns sind, und sein Ziel ist Tod und Zerstörung. Wut ist der Schmerz über Verwerfungen unter Gleichgesinnten, und ihr Ziel ist Veränderung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Man hat uns beigebracht, hinter jeglicher Unterschiedlichkeit, die über das biologische Geschlecht hinausgeht, Zerstörung zu wittern. Wenn schwarze und weiße Frauen dem Ärger aufeinander ins Auge sehen, wenn sie ihn nicht bestreiten, ihm nicht mit Schuldgefühlen begegnen und ihn auch nicht reglos und schweigend hinnehmen, ist das an sich schon ein ketzerischer, fruchtbarer Akt. Wenn wir uns trotz aller Unterschiedlichkeiten auf Augenhöhe begegnen, widerlegen wir die Mythen, die sich seit jeher um Verschiedenheit ranken. Diese Mythen spalten uns, und wir sollten uns fragen, wer profitiert davon? Profitiert davon? Lassen wir die Frage mal stehen. Ich würde nämlich ganz gerne auf ein zweites Gefühl eingehen, neben der Wut, was Audre Lorde beschreibt. Und das ist das Gefühl der Angst. In internationaler Literatur, vor allem in US-amerikanischen Werken über Deutschland, wird Angst als etwas typisch Deutsches beschrieben. Sogar, es bleibt unübersetzt als German Angst, bleibt es stehen. Eine Zögerlichkeit, die vielleicht als Folge des Nationalsozialismus beschreibbar ist.
Inwieweit habt ihr bei der Übersetzung diese historische Komponente oder diese historische Stereotype, was es vielleicht ist, berücksichtigt? Bedeutet es dann auch für schwarze Deutsche eine doppelte Angst, wenn wir von Angst im Sinne Audre Lordes sprechen? Und inwieweit wird dieses Gefühl in uns durch unser Schwarzsein und Deutschsein verstärkt? Uff. Also zunächst mal bei der Übersetzung haben wir uns nicht auf dieses Stereotyp bezogen und auch nicht auf die German Angst. Außerdem stand German auch gar nicht so im Vordergrund bei der Übersetzung, sondern diesen Text in die deutsche Sprache zu übertragen. Das war eigentlich so die einzige Angst, wie ich vorhin schon sagte, die wir wirklich hatten, weil sie eben so viel für so vieles keine Begriffe hat. Und wie gesagt, ist das Problem der genderneutralen Formulierungen. Und literarische Übersetzung bedeutet ja auch immer Kulturtransfer. Mhm. Und das war die zweite, vielleicht nicht Angst, aber Schwierigkeit. Wie kann ich das, was historisch jetzt in diesen Texten steckt, also nicht die deutsche Geschichte, sondern was in diesen Texten historisch steckt, wie kann ich das in diesen, unseren hier, kulturellen Raum übertragen, sodass andere, das heißt wir hier, auch Nutzen daraus ziehen können. Mhm. Und das war ja so dieses Angstgefühl, kriegen wir das auch noch hin? Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben denn vieles auch nur durch Anmerkungen lösen können. Mhm. Wenn dann so auf Beispiele verwiesen wird, wie rassistische Stereotypen in Fernsehkindersendungen der 60er Jahre der USA, da waren dieses Rasmus und Alfalfa und die ganzen Geschichten, die ja dann hier auch als die kleinen Strolche die ganze Serie gezeigt wurden, aber da ging es um die schwarzen Charaktere. Und es gibt unzählige Beispiele, und also in diesen Texten. Und da kommst du ohne Anhang, ohne Anmerkungen, ohne so ein Apparat praktisch gar nicht aus. Mhm. Sonst verstehen das nicht alle. Mhm. Und das war eben die Schwierigkeit. Wir haben uns dabei gefragt, das geht jetzt über den Text hinaus, gibt es oder gab es, das wäre so eine typisch deutsche Medienfrage, gab es diese rassistischen Stereotypen zu der Zeit, in den 50er, 60er, 70er Jahren, in Deutschland ja auch? Ja, natürlich. Und wie? Ich könnte jetzt, würde uns zu weit von diesem tollen Buch wegführen, aber ich könnte hier hunderte Beispiele, ich habe diese Zeit erlebt, aufführen, wie verletzend Filme, Filmrollen zum Beispiel waren, Werbungen, Karikaturen etc. etc. Und unsere Hoffnung war eben, oder es war vielleicht die Angst, das nicht zu schaffen, unsere Hoffnung war, dass beim deutschsprachigen Lesepublikum unserer Zeit da vielleicht auch so eine kleine Bell klingelt, die sagt, oh, natürlich gab es das bei uns auch. Mhm. Und das führt mich nochmal zu der Frage, die wir vorhin hatten, die ja, wir kommen vielleicht noch drauf, die ja im Zuge der Black Lives Matter Bewegung hier aufkam, ja, gibt es das bei uns denn auch? Das war ja immer so eine Frage. Ne? Und das zeigte schon an so vielen kleinen Beispielen, wie subtil und manchmal auch wie offen und verletzend Rassismus wirkt, nicht nur in USA, sondern auch in Europa, auch in Deutschland natürlich. Mhm. Und diese Verbindung herzustellen, diesen Kulturtransfer zu schaffen, darin sehe ich ganz generell eine große Schwierigkeit. Und wie gesagt, wir haben versucht, das durch Anmerkungen einigermaßen hinzukriegen. Und inwieweit berücksichtigt ihr die unterschiedlichen Rezeptionsweisen denn? Also das ist also so ein Gefühl, was ich irgendwie denke,
wirklich einen anderen Ausdruck auch nochmal hat. Also ich fand es irgendwie dieses Beispiel mit German Angst, dass es auch unübersetzbar ist in einem US-Kontext, fand ich als etwas super spezifisch Deutsches einfach. Und die aber ja von den Leserinnen jetzt auch nochmal anders wahrgenommen wird. Vielleicht da rührt meine Frage eher so ein bisschen, bisschen her. Genauso wie unsere Wut oft ja nicht verstanden wird oder Wut auch anders ausgelebt wird. Ist das vergleichbar mit der Angst? Ist es etwas, was universell ist? Eigentlich? Na, universell würde ich nicht sagen. Du hast insofern recht, dass es dieses Phänomen jetzt auch im historischen Kontext der Angst ja in Deutschland gibt, also auch historisch gesehen. Und natürlich hängt das ein Stück weit auch mit der Geschichte des Nationalsozialismus zusammen. Natürlich, weil man geglaubt hat oder gehofft hat vielleicht sogar, dass mit der offiziellen Überwindung des Nationalsozialismus auch alle anderen Ismen, also auch der Rassismus, überwunden wären. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, und den Finger in die Wunde hält und sagt, nein, da müsst ihr hinschauen, dann haben wir dieses Phänomen der Angst. Und aus dieser Angst heraus entstehen dann diese Abwehrhaltungen, die wir ja so häufig sehen, wo dann der Vorwurf der Identitätspolitik, was ich vorhin sagte, und dergleichen kommt, oder The Angry Black Woman. Und diese, diese Geschichten, die sind ja, die gründen in dieser Abwehrhaltung, und diese Abwehrhaltung hat wieder was mit Schuldgefühlen zu tun, auf die Audre Lorde ja hier auch ganz explizit eingeht. Und da ist für mich auch ein Zusammenhang zur Wut, nämlich indem sie ja auch sagt, diesen weißen Feministinnen oder einer weißen Feministin hier als Beispiel auf einer Konferenz, ich kann mit deiner Wut nichts anfangen. Und schau nicht darauf, wie ich etwas sage, sondern was ich sage. Und lass uns auf die Inhalte kommen, weil es ist auch natürlich ein bequemes Mittel zu sagen, du magst ja recht haben, aber wenn du in dem Ton mit mir redest, dann rede ich nicht mehr mit dir. Und da kommt also ganz, ganz viel eben zusammen. Und eine Geschichte fällt mir dazu auch noch ein, weil du die Kontinuität des Nationalsozialismus auch noch benannt hast. Sie hatte ja einen Brief an Helmut Kohl geschrieben mit Gloria Joseph zusammen. Weißt du darüber? Also es war jetzt nicht hier drin, aber kannst du dich erinnern, wie es dazu kam? Weil als ich das in der alten Zeitung gelesen habe, ich dachte ja, wow, guck mal, unsere Schwestern müssen aus den USA jetzt herkommen. Mhm. Und nach dem Mauerfall den Bundeskanzler Kohl auf die ganzen Rassismen hier aufmerksam machen, eigentlich, ist das ein, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir auch zu diesem Zeitpunkt, 90er Jahre, reden wir jetzt 1989, 90, immer noch nicht gehört wurden? Ne? Ich meine, ich finde es toll von ihr, aber das zeichnet ja sehr unsere Situation hier ja nochmal. Ja, das war ja kurz nach dem Mauerfall und kurz danach gab es ja diese Pogrome, kurz danach gab es ja die Überfälle auf vermeintlich andere, auf vermeintlich Fremde, auf Asylbewerberinnen und dergleichen, und da war ja plötzlich eine ganz andere Stimmung 89, 90 in Deutschland. Mhm. Da war dieses Wir sind das Volk, hat ja sehr schnell klar gemacht, wer bitteschön nicht zu diesem Volk zu gehören hat oder gehört. Mhm. Und dann kam noch diese Welle der Gewalt hinzu, also rechter Gewalt. Und da haben ja Audre Lorde und Gloria E. Joseph einen offenen Brief an den damaligen Kanzler Kohl geschrieben, der auch dann in der Taz und in anderen Zeitungen, glaube ich, auch noch veröffentlicht wurde. Und die zentrale Frage war, ja, oder eine der zentralen Fragen war, können wir uns plötzlich als schwarze Frauen in Deutschland nicht mehr sicher fühlen? Ja. Und das Problem ist, das war deine Frage, oder darauf ging das hinaus, ist, dass wir uns eigentlich als wie auch immer definierte Minderheiten
In diesem, unserem eigenen Land, ich bin hier geboren und wie viele andere auch, noch nie sicher gefühlt haben. Und dass wir nie ganz selbstverständlich als Teil, in Anführungsstrichen, des Volkes gesehen okay. wurden. Ja. Und man muss aber auch, wir müssen auch dazu sagen, das war Ende der 90er Jahre und die die Schwarzen und POC-Communities und andere Communities in Deutschland hatten damals noch nicht dieses Gewicht, diese Stimmen, diese vielfältigen Stimmen, um sich da auch Gehör zu verschaffen. Ja, es fällt ja auch zusammen mit den Gedichten Maya Jims, die ja auch von Audre Lorde sehr inspiriert war, die ja dieses, einem ihrer Gedichtbände, die jetzt auch neu aufgelegt werden wieder, Gedicht, was sich genau mit 1989, ne, mit dem Mauerfall befasst, ne? Ja. Was heißt Deutschland im Herbst, ja. Und dann kommt ja die Frage danach, mir graut vor dem Winter. Und das war eben die Situation, in der wir uns damals befanden. Ich würde sogar noch sagen, befinden. Also vor kurzem hat eine befreundete Schwester musste aus ihrer Wohnung ausziehen, weil sie von Rechtsradikalen und Rassisten bedroht wurde. Also das ist keine paar Wochen her. Grüße an dieser Stelle, Jasmina, weil das kann es nicht sein, dass wir immer noch in dieser Angst leben. Und wir reden von einer Kontinuität auch eines Gefühls, was wir in uns tragen eigentlich, was wirklich als gerade als schwarze Deutsche und spezifisch Frauen, die wir hier leben, Teil unseres Alltags ist, und das kann es nicht sein. Also meine ganz klare Forderung ist ja auch, weil ja dann auch immer Safe Spaces ja auch immer kritisiert werden. Na, warum braucht ihr denn Safe Spaces? Wo meine ganz klare Forderung ist, dann macht doch die Demokratie so einem Safe Space. Mhm. Was ist eigentlich deklariert zu sein? Und dann brauchen wir ja nicht innerhalb des Safe Spaces, was es ist, ein Safe Space, weil wir wären dann alle safe sozusagen. Und das ist ja etwas, wo was immer noch nicht passiert. Ja, also wenn ich aktuelle diese Geschichte immer noch in die Gegenwart trägt. Ja, vorhin hatte Lara auch die Toledo-Schriften benannt. Magst du noch mal kurz sagen, was die Toledo-Schriften sind und wie sie entstanden? Nee, Toledo Talks? Nee, Toledo Talks, ja. Toledo Talks, Entschuldigung, Toledo Talks. Was es ist, wie die entstanden ist und wie du da mit Angst, vor allem Berührungsangst, war das, glaube ich, umgehst in diesem Kontext. Da kann Lara wahrscheinlich jetzt, könnte da wahrscheinlich viel mehr dazu sagen als ich, weil ich jetzt auch ganz gerade erst in diesen Kontexten darauf gestoßen bin. Es ist, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, hauptsächlich ein Forum für Übersetzerinnen und Übersetzer. Und da gab es jetzt eine Plattform, die hieß unter dem Stichwort, in Anführungsstriche, Berührungsängste. Da ging es um Ängste, die wir jetzt auch angesprochen haben, Berührungsängste beim Übersetzen, also schlicht gesagt die Angst vor dem Text, wenn du so willst, aber auch die Angst vor Kritik, die Angst vielleicht vor dem Autor, wenn er oder sie denn noch lebt, ne, dessen Text du da übersetzt hast. Also es ging ja um ganz viele Berührungsängste. Und dann kamen es diese ganzen Übersetzungsdebatten ja. Und das LCB, also wie gesagt, die Lara kann da viel mehr zu sagen als ich, hat dann beschlossen, diese Plattform als Forum fortzusetzen, diese Talks. Und da wurden wir dann auch gefragt, Eva und ich, ob wir einen Beitrag dazu leisten. Und da haben wir uns auch erstmal schwer getan und hatten auch erst einmal Angst. Nein, Angst nicht, aber wir waren etwas, sagen wir, reluctant, zögerlich etwas, ne, das zu machen. Und ich denke, es ist aber jetzt ganz spannend geworden. Wir haben dann eine Einleitung zusammengeschrieben und dann getrennt unsere jeweiligen Ängste. Und da gehe ich auch zum Schluss meines Teils auf die Frage der Wut ein, weil ich da ganz gezielt und dezidiert nochmal sage, was mich wütend macht
Und auch bei Übersetzungen ins Deutsche. Und ja gut, da huch, ist natürlich auch die Angst immer vor Kritik und Selbstoffenbarung sozusagen. Weil du offenbarst dich, wie ja auch Audrey sagt, ja mit solchen Texten auch immer ein Stück weit selbst. Sorry. Und ich wollte was sagen und habe mir gedacht, hast du in diesem Forum jetzt dazu den Mut? Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, weil wir wollen uns doch auseinandersetzen, wir müssen diskutieren. Mhm. Unser Schweigen schützt uns nicht. Mhm. Und da habe ich auch dargestellt, was mich bei einigen Übersetzungen wütend macht. Zum Beispiel, wenn bei ansonsten guten Übersetzungen, sehr guten sogar, keine richtige Sprache für Gender-Identitäten gefunden wird. Wenn aktuell Other mit etc. übersetzt wird. Mhm. Wenn Colored oder People of Color mit farbig oder Farbe oder farbige übersetzt wird. Wenn in historischen Texten, das ist ein Problem, okay, wenn in historischen Texten das N-Wort stehen bleibt, was seine Berechtigung haben kann, wenn es zum Beispiel in Dialogen ist oder wirklich in historischen Texten, ganz, ganz bewusst, bei Baldwin finden wir das zum Beispiel, nur dann würde ich mich verpflichtet fühlen, mindestens eine Anmerkung dazu zu machen. Sei es als Fußnote oder im Anhang oder auch wie. Und es gibt unendliche Beispiele, die mich, wenn ich einige deutsche Texte lese, seien es jetzt Primärtexte oder auch Übersetzungen, die mich wütend machen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, danke Audrey, dann äußere auch diese Wut. Und so wie Audrey sagen würde, sonst wirst du irgendwann dran ersticken. Und da sind wir wieder bei der Nützlichkeit der Wut, weil niemand will ja, kein Mensch will ja ersticken. Ich finde das total interessant. Ich kannte das gar nicht, diese Plattform. Ich kannte es vorher auch nicht. Ne? Das finde ich ja super. Also schaut mal rein, Toledo Talks, ne? An der Stelle. Werde ich auch mal machen. Ich habe hier schon liegen, die Verwandlung von Schweigen in Sprache und Handeln. Das ist ja auch einer der Texte, ich glaube, von Audre Lorde, die niemals an Aktualität verlieren wird, also in den nächsten 100 Jahren nicht, aber wie ist dein Bezug zu diesem Text? Es ist einer meiner Lieblingstexte, ne? Von Audre. Ja. Ja, weil er so knapp, so kurz, so prägnant ist, ist eigentlich alles schon drin. Weil es geht nicht nur darum, das Schweigen zu durchbrechen, sondern daraus Handlungen folgen zu lassen. Ja. Und das ist zentral ja in ihrem ganzen Denken, in ihrem ganzen Werk. Aber wollte Agnes nicht daraus genau. auch noch? Das ist genau meine Überleitung gewesen. Und an der Stelle die Verwandlung von Schweigen in Sprache und Handeln, gelesen von Agnes Lampkin.
Immer wieder gelange ich zu der Einsicht, dass ich das, was mir am wichtigsten ist, aussprechen, in Worte fassen und mitteilen muss, selbst auf die Gefahr hin, dass es beschädigt oder missverstanden wird. Zu sprechen hilft mir mehr als alles andere. Ich bin eine schwarze, lesbische Dichterin, doch noch bedeutsamer ist die Tatsache, dass ich am Leben bin und es fast nicht mehr wäre. Vor nicht einmal 2 Monaten erklärten mir ein Arzt und eine Ärztin, ich müsse mich einer Brustoperation unterziehen und der Tumor sei mit einer Wahrscheinlichkeit von 60-80% bösartig. Zwischen dieser Nachricht und der Operation lagen 3 Wochen Höllenqualen und die unfreiwillige Neuorganisation meines gesamten Lebens. Nach dem Eingriff stellte sich heraus, dass die Geschwulst gutartig war. Während dieser 3 Wochen war ich gezwungen, rigorosen und eindringlichen Klarheit zu betrachten. Eine Erfahrung, die mich immer noch erschüttert, aber sehr gestärkt hat. Viele Frauen stehen vor so einer Situation, auch einige von euch hier. Mir halfen die Erlebnisse dieser Zeit, meine Gefühle bei der Verwandlung des Schweigens in Sprache und Handeln besser zu verstehen. Gezwungenermaßen wurde ich mir der eigenen Sterblichkeit bewusst und auch der Dinge, die ich mir für mein Leben, wie kurz auch immer es sein mag, noch wünsche und ersehne. Prioritäten und Versäumnisse erschienen in einem gnadenlosen Licht, und was ich am meisten bedauerte, war mein Schweigen. Wovor hatte ich denn überhaupt solche Angst gehabt? Zu hinterfragen oder offen meine Meinung zu sagen, hätte vielleicht Schmerzen bedeutet oder den Tod. Doch wir alle erleiden ständig Schmerzen auf ganz unterschiedliche Art und Weise und entweder verändern sich diese Schmerzen irgendwann oder sie hören auf. Der Tod hingegen ist das endgültige Schweigen. Der kann schnell eintreten, jederzeit und ohne Rücksicht darauf, ob ich ausgesprochen habe, was gesagt werden muss oder ob ich mich durch den Rückzug in das Schweigen selbst betrogen und auf die Worte der anderen gewartet habe, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, eines Tages den Mund aufzumachen. Langsam nahm ich eine Quelle der Macht in mir wahr. Ich erkannte, dass es zwar sehr wünschenswert ist, ohne Angst zu leben, dass ich aber mehr Kraft daraus ziehe, wenn ich meine Angst im richtigen Verhältnis sehe. Ich würde sterben, wenn nicht früher, dann später, ob ich nun gesprochen hätte oder nicht. Mein Schweigen hatte mich nicht geschützt. Euer Schweigen wird euch nicht schützen. Doch jedes ehrliche Wort, jeder meiner Versuche, über eine Wahrheit zu sprechen, der ich auf der Spur bin, bedeutete einen Austausch mit anderen Frauen. Indem wir gemeinsam nach geeigneten Worten für eine Welt suchten, an die wir alle glauben konnten, überbrückten wir unsere Unterschiedlichkeit. Das Mitgefühl und die Fürsorge dieser Frauen gaben mir die Kraft, mein Leben auf das Wesentliche hin zu überprüfen. Die Frauen, die mich in dieser Zeit unterstützten, waren schwarz und weiß, alt und jung, lesbisch, bisexuell oder heterosexuell. Und sie alle waren gegen die Tyrannei des Schweigens in den Krieg gezogen. Ohne ihre Stärke und Zuwendung hätte ich nicht unbeschadet überlebt. In den Wochen der akuten Angst, in diesem Krieg gegen die Mächte des Todes, unterschwellig oder offen, bewusst oder unbewusst, erkannte ich, dass ich nicht nur ein Opfer bin, sondern auch eine Kriegerin. Welche Worte fehlen euch noch? Was wollt ihr sagen? Wie sieht sie aus, die Tyrannei, deren Zumutungen ihr täglich aufs Neue schluckt und die ihr zu verinnerlichen versucht, bis sie euch noch immer schweigend krank macht und tötet? Für einige von euch verkörpere ich vielleicht die eine oder andere Angst, weil ich eine Frau bin, weil ich schwarz bin, weil ich lesbisch bin, weil ich bin, wie ich bin. Eine schwarze, kriegerische Dichterin, die ihre Arbeit macht und die euch fragt, macht ihr eure? Die euch fragt, macht ihr eure Arbeit? Vorhin haben wir, beziehungsweise hast du kurz über die Literaturlandschaft gesprochen in Deutschland. Da würde ich ganz gerne ein bisschen die Debatte hinlenken, weil ich es ist, finde ich, längste Zeit, dass es dieses Buch übersetzt gibt, dass es hoffentlich damit auch die Mitte der Gesellschaft erreicht und auf andere, vor allem Schwestern, auch genau die heilende Wirkung hat, wie auf mich.
jedes Mal, wenn ich es wieder lese, wenn ich die Texte wieder in die Hand nehme, tatsächlich. Aber insgesamt schwarze Literatur in Deutschland, ich würde nicht sagen, sie fehlt nicht, sie gibt es. Sie gibt es immer mehr, sie kommt immer mehr. Aber wie würdest du die schwarze Literaturlandschaft aus deiner Perspektive nochmal beschreiben? Gibt es einen Markt dafür? Inwieweit wird sie gefördert? Welche Hürden stellen sich schwarze Autorinnen in den Weg? Aber auch Übersetzerinnen und Lyrikerinnen vor allem. Lyrik ist ja auch eine ganz besondere Ausdrucksweise. Und was sind unsere Themen? Nun, seit Audre Lorde in den 80er Jahren in Berlin war, hat sich eine Fülle, nach meiner Wahrnehmung, schwarzer Literatur, vor allen Dingen von Frauen, etabliert, in Deutschland auch. Zunächst von Autorinnen und Autoren aus USA, Kanada, anderen europäischen Ländern, der Karibik und auch aus dem afrikanischen Kontinent. Und es hat Literaturfestivals gegeben, entsprechende. Es ist schon ein großes Interesse vorhanden, das ist ja wichtig festzustellen. Was die schwarze deutsche Literatur, über die wir ja reden, weil das ist ja bezeichnend, das war schon immer der Blick auf USA natürlich hauptsächlich, aber auch andere, wie gesagt, europäische Länder oder selbst Afrika. Buchi Emisheta zum Beispiel war lange Zeit hier doch sehr bekannt und auch beliebt. Aber schwarze deutsche Literatur hat sich ja wirklich erst jetzt in der Nachkriegszeit entwickelt. Es gab vorher schon natürlich einzelne kleinere Publikationen oder Romane, die wieder ausgegraben wurden. Aber was die Literatur in Verbindung mit der schwarzen Bewegung angeht, da war ja Farbe bekennen, bahnbrechend. Das war ja so ein Meilenstein, auch inspiriert von Audre Lorde. Und ich habe diese Entwicklung und Bewegung eigentlich von Anfang an mitbekommen, mitgemacht und stelle fest, seitdem hat sich ja wahnsinnig viel entwickelt. Es gibt eine Fülle von schwarzen Autorinnen und Autoren in Deutschland, die alles Mögliche schreiben, also wissenschaftliche Texte, historische Texte, literarische Texte, Autobiografien, Romane, Lyrik vor allen Dingen, wie du sagst, wobei Deutschland als solches ja kein besonders lyrikaffines Land ist, im Gegensatz zu anderen Ländern. Aber das ist ja in letzter Zeit explodiert. Und was man dabei aber sehen muss, also ich komme manchmal mit dem Lesen nicht nach, ehrlich gesagt, und ich finde das toll. Ja. Und was man aber sehen muss, ist, dass größtenteils diese zum wirklich wichtigen und tollen Texte größtenteils nicht im Mainstream angekommen sind, sondern in kleineren Verlagen ihr Leben fristen und von daher auch nicht die nötige Publicity bekommen und von daher natürlich auch nicht die nötige Förderung, die du angesprochen hast, dass sie kein Teil, ich meine, ich komme aus dem Bildungswesen, in unseren Curricula sind, von der Schule bis zur Hochschule. Maya Yin kommt jetzt so manchmal so ein bisschen, wenn es eine ganz mutige Dozentin gibt, die sagt, das lesen wir jetzt mal. Und dass sie eine Existenz, all diese Werke, eine Existenz am Rande führen, die ihnen in keinster Weise gerecht wird. Mhm. Und dann komme ich nochmal auf unseren eigentlichen Text hier auf Audre Lorde zurück, dass diese Kreativität, die sich dort entfaltet, eben nicht als Bereicherung des literarischen Kanons und unserer Kultur und so gelesen wird, sondern das ist denn, ja, wenn nicht Identitätspolitik, so doch Identitätsliteratur, was totaler Unsinn ist. Mhm. Es ist noch nicht im Bewusstsein, dass hier etwas am Entstehen ist oder immer weiter entsteht, was
insgesamt bereichernd ist für das historische und politische Bewusstsein, aber auch für die literarische Kompetenz in unserer Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, dass sich da ganz schnell ganz viel auch entwickelt. Und auf jeden Fall kenne ich keine dieser Autorinnen oder Autoren, die von ihrem Schreiben leben können. Vielleicht mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, aber dann auch erst neuerdings. Und für Übersetzerinnen, die du ja auch angesprochen hast, trifft das noch viel weniger zu. Und das ist auch wieder eine Frage von Strukturen, zu denen erst noch Zugänge geschaffen werden müssen. Und da finde ich es, um mal so einen Bogen dann nochmal zu schließen, ganz wichtig, dass jetzt Audre Lorde, die ja auch schon vor Jahren veröffentlicht wurde, auch auf Deutsch, jetzt in dieser Ganzschrift, in diesem großen Publikumsverlag erschienen ist, was hoffentlich ein Bewusstsein darüber ja anstößt, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Und ich glaube, dass Audre Lorde ja auch weiterhin wieder so eine Art Motor ist. Also ich habe jetzt gerade mit anderen, ich betone das sonst nie, weißen Übersetzerin und einer afrodeutschen Übersetzerin im Schweizer Verlag zugesagt, Audre Lorde Burst of Light zu übersetzen, obwohl ich noch vor ein paar Wochen gesagt habe, ich mache sowas nie wieder. Aber ich find's ungeheuer wichtig eben. Und ich finde es auch wichtig, nicht nur, dass es gemacht wird, wer es macht. Mhm. Und da habe ich wieder das Stichwort Sprachsensitivity. Ja, ja. A Burst of Light, also da freue ich mich ja auch drauf. Vielleicht ein paar Worte dazu, das ist ja ein Gedichtband von Audre Lorde. Nein, gibt es auch ein Essayband. Burst of Light ist eigentlich der Titel des zentralen Essays in diesem Band, A Burst of Light, und da geht es im Wesentlichen auch, also in diesem Essay, es gibt auch andere über Unterrichten und Poesie und so weiter, aber in diesem Hauptessay, A Burst of Light, geht es hauptsächlich auch um ihre Krebserkrankung. Ah, okay. Und es ist praktisch auch die Auseinandersetzung damit, was ja auch in dem, was Agnes gelesen hat, in dem Durchbrechen, die Verwandlung von Schweigen in Sprache, drin ist. Und auch das ist natürlich auch wieder typisch Audre Lorde, ein Essay, der nie nur persönlich ist, was ja nun eine sehr persönliche Sache ist, deine Krankheit zu reflektieren, sondern der auch hochpolitisch ist. Das heißt, diese Trennung von Politik und persönlich, von Poesie und Politik, die in Deutschland ja oft so zwanghaft vorgenommen wird, ja, die gibt es bei ihr nicht. Genau, das hat sie immer kritisiert. Ne? Das Poetik war die Architektur ihres Lebens, ja, hat sie mal geschrieben. Ne? Ja, hören wir mal noch einen Auszug von Agnes. Alter, Race, Klasse und Gender. Frauen definieren Verschiedenheit neu. Rassismus ist der Glaube an die inhärente Überlegenheit einer Rasse über alle anderen, die daraus ihr Recht zur Dominanz ableitet. Sexismus ist der Glaube an die inhärente Überlegenheit eines Geschlechts über alle anderen, das daraus sein Recht zur Dominanz ableitet. Altersdiskriminierung, Heterosexismus, Elitismus, Klassismus. Es ist eine Lebensaufgabe für jede von uns, derlei Verzerrungen aus unserem Leben zu verbannen und gleichzeitig unsere Verschiedenheit anzuerkennen, richtig zu benennen und uns zu eigen zu machen. Denn wir alle sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der diese Verzerrungen einen festen Bestandteil unseres Lebens ausmachen. Zu oft vergeuden wir die für die Anerkennung und Erforschung unserer Unterschiede notwendige Energie und geben vor, sie stellten ein unüberwindbares Hindernis dar oder existierten gar nicht. Das führt zu selbstgewählter Isolation und falschen, trügerischen Allianzen.
So oder so finden wir keine Möglichkeit, unsere Verschiedenheit als Werkzeug der kreativen Veränderung einzusetzen. Wir sprechen dann nicht von Verschiedenheit, sondern von Abweichung. Irgendwo am Rand unseres Bewusstseins liegt das, was ich als mythische Norm bezeichne, von der wir tief im Herzen wissen, das bin nicht ich. In Amerika ist diese Norm in der Regel weiß, schlank, männlich, jung, heterosexuell, christlich und finanziell abgesichert. Die mythische Norm definiert die Insignien der Macht in unserer Gesellschaft. Diejenigen von uns, die nicht an der Macht teilhaben, fokussieren sich auf einen Aspekt ihrer Verschiedenheit und halten ihn für die Hauptursache ihrer Unterdrückung. Sie vergessen alle anderen Verzerrungen der Unterschiedlichkeit und treiben sie teilweise sogar selbst voran. In der Frauenbewegung konzentrieren sich weiße Frauen auf ihre Unterdrückung als Frau und ignorieren alle Unterschiede bezüglich Race, sexuelle Präferenz, Klasse und Alter. Eine vermeintliche Homogenität von Erfahrungen, die es in Wirklichkeit nicht gibt, wird mit dem Begriff Sisterhood verschleiert. Nicht zur Kenntnis genommene Klassenunterschiede kosten alle Frauen Energie und kreative Problemlösungen. Vor kurzem haben die Herausgeberinnen eines Frauenmagazins die Entscheidung getroffen, eine Ausgabe nur mit Prosatexten zu drucken, weil das Gedicht angeblich eine weniger rigorose oder ernsthafte Literaturform sei. Dabei ist selbst unser Umgang mit künstlerischen Ausdrucksformen eine Klassenfrage. Von allen Kunstformen ist das Gedicht die ökonomischste. Es ist am geheimnisvollsten, erfordert die geringste körperliche Anstrengung und das wenigste Material. Es kann zwischen zwei Arbeitsschichten geschrieben werden, im Lagerraum eines Krankenhauses, in der U-Bahn, auf überschüssigen Papierfetzen. In den letzten Jahren habe ich unter schwierigen finanziellen Bedingungen einen Roman geschrieben und den enormen Unterschied zwischen den materiellen Anforderungen von Dichtung und Prosa kennengelernt. Seit wir Anspruch auf eine eigene Literatur erheben, ist das Gedicht die wichtigste Ausdrucksform von Frauen, die von Armut bedroht sind, der arbeitenden Klasse angehören oder of color sind. Ein Zimmer für sich allein mag notwendig sein, um Prosa zu schreiben, doch man braucht eben auch Berge von Papier, eine Schreibmaschine und viel Zeit. Die Produktionsbedingungen von bildender Kunst legen entlang der Klassenunterschiede fest, wem welche Kunst gehört. Wer kann sich denn in einer Zeit überhöhter Materialpreise der Bildhauerei, der Malerei, der Fotografie mit widmen? Wenn wir von einer breit aufgestellten Frauenkultur sprechen, müssen wir uns bewusst machen, welchen Einfluss Klassenunterschiede und wirtschaftliche Ungleichheit auf die Verfügbarkeit der zur Kunstproduktion benötigten Mittel haben. Während wir eine Gesellschaft anstreben, in der alle sich entfalten können, stellt die Altersdiskriminierung eine weitere Verzerrung menschlicher Beziehungen und einen Störfaktor für unsere Visionen dar. Wenn wir die Vergangenheit ignorieren, laufen wir Gefahr, alter Fehler zu wiederholen. Der Generationskonflikt ist ein wichtiges Werkzeug jeder repressiven Gesellschaft. Wenn die jüngeren Mitglieder einer Gruppe die Älteren für verachtenswert, suspekt oder überflüssig halten, werden sie ihnen weder die Hand reichen und die lebendigen Erinnerungen der Community entdecken, noch werden sie sich die so wichtige Frage nach dem Warum stellen. Dies führt zu einem historischen Gedächtnisverlust, der uns zwingt, bei jedem Gang zum Bäcker das Rad neu zu erfinden. Ja, das Rad neu zu erfinden, da fällt mir an der Stelle tatsächlich der Sommer letztes Jahr ein, Sommer 2020, wo ich auch das Gefühl hatte, wir werden in die Zeit zurückgeworfen, als die Diskurse endlich öffentlich wurden, wie du vorhin ja auch schon beschrieben hattest, Black Lives Matter Dinge in die Mitte der Gesellschaft getragen hatte, aber Politik und Medien überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, gefühlt. Ja, als müssten wir jetzt wieder nochmal 30 Jahre zurück, 35 Jahre zurück und anfangen, Dinge von Anfang an nochmal neu zu erzählen. Wie hast du den letzten Sommer erlebt? Nun, auf ganz verschiedene Art und Weise. Zunächst war ja mal dieser Auslöser die Ermordung George Floyds, dessen Mörder ja jetzt zum Glück schuldig gesprochen wurde. Ja. Und wenigstens das
Ja, aber das fällt mir gerade ein, das ist auch spannend. Da habe ich gesehen, dass eine Frau, eine schwarze Frau in den USA sagte, ja, ich finde es richtig, es ist gut, aber wir müssen immer noch feiern, wenn mal einer der Schuldigen zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, es ist ein Grund zum Feiern, dass eigentlich was Selbstverständliches passiert ist. Und letzten Sommer war das so, dass ich als erstes auch gedacht habe, wie furchtbar, natürlich, wir mussten das alle sehen, nur das passiert ja seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten in den USA. Was neu war, war diese ungeheure mediale Aufmerksamkeit und dass es ja die Welt überschwemmt hat, zusammen mit dieser Protestwelle, die auch plötzlich, Black Lives Matter gibt es ja auch nicht erst seitdem. Genau, und plötzlich war, Schlagzeile, waren die Medien auch bei uns davon voll. Und da dachte ich auch, woher jetzt dieser Hype über eine Sache, die es eigentlich schon ewig gibt, über Dinge, die es auch bei uns in Deutschland gibt und gegeben hat. Ich erinnere an Juri Jalloh, der in der Polizeizelle gefesselt verbrannte, sich selbst angesteckt hat und solche Geschichten. Und dann kam die Frage und dann kam von meiner Wut über den konkreten Fall, meinem Entsetzen, kam die Wut, da sind wir wieder bei der Wut, hinzu. Und dann fragt ihr, ja, aber bei uns gibt es doch sowas sicher nicht. Ja. Was wir damit erwarten mit dieser Frage? So etwas wie, ja, eine Generalabsolution. Ja. Nein, bei uns ist ja alles in Ordnung. Ja. Und dass nichts in Ordnung ist, oder wenig, oder nicht alles, es ist schon, hat sich einiges entwickelt, haben wir dann kurz, ein halbes Jahr später, auf einer ganz anderen Ebene, an dieser unsinnig geführten, das ist ja so eher jetzt hier unser Thema, Übersetzerdebatte gesehen, die ja sowas von widersinnig zum Teil von sich seriös nennenden Medien geführt wurde. Ja. Muss man tot sein, um Shakespeare zu übersetzen? Solche Fragen. Und dann kam eben der Vorwurf an die nichts anderes gemacht haben als in dem kleinen Holland, schwarze Aktivistinnen, die gesagt haben, ja, aber ist denn diese Übersetzerin geeignet? Es gibt doch auch genug Schwarze. Mhm. Und schon kam der Vorwurf der Identitätspolitik. Und das wurde bei 4 Monate lang wurde das in Deutschland diskutiert. Und ich habe mich wirklich gefragt, worum es geht. Ja, es ging letztendlich um die Deutungshoheit und Sprache als Macht. Instrument. Und ich möchte dazu ganz kurz, vielleicht zum Abschluss, aus meinem Nachwort in Sister Outsider zitieren, wo ich auch noch was genau zu diesen Mechanismen von Sprache als Machtinstrument und den Deutungshoheiten sage. Auch was Audre Lorde zur Sprache sagt, ist, da zitiere ich jetzt, auch in dieser Hinsicht sind Audre Lordes Erkenntnisse eine Quelle der Macht und des Empowerment für die schwarzen Communities in Deutschland. Ihre Aufforderung an alle von uns, Unterschiedlichkeit als positive Kraft für kreative Veränderungen zu nutzen, kann gegenwärtige gesellschaftliche Diskurse bereichern. Sister Outsider lässt uns bei aller schonungslosen Kritik an herrschenden Machtverhältnissen, an Visionen von einer Welt festhalten, in der wir alle leben können. Das war mein Abschluss zu dem Band Sister Outsider. Ja, also bei den Visionen kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich finde, es kann gar nicht genug Kreativraum, nicht genug Quellen, nicht genug emotionale Energie geben, um diese Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Wir wollen noch einmal zum Abschluss auch noch mal 2 Gedichte von Agnes hören. Einmal Kohle, auch von dir übersetzt, ne? Und einmal Wer sagte, es sei einfach. Sie sind beide in Die Quelle unserer Macht erschienen, was auch sehr früh
herausgegeben wurde, die Quelle unserer Macht. Ne? 94? 94, ja. Und ist jetzt dann vor 2 Jahren neu im Unrast Verlag aufgelegt. Ja, also auch keine neue Literatur, aber durchaus aktuell. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Du merkst schon, wir hätten noch weitermachen können. Ich bedanke mich bei euch und bei euch hier im Raum, die paar Menschen, die hier sein dürfen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke auch übrigens dir und dem LCB und möchte an dieser Stelle auch noch mal die Gelegenheit wahrnehmen, meiner Co-Übersetzerin Eva Bonnet für die Eva Hallo für die tolle Zusammenarbeit danken. Kohle. Ich ist das absolute Schwarz, das gesprochen wird aus dem Inneren der Erde. Es gibt viele Arten des Offenen. Wie ein Diamant in ein Flammenbündel kommt, wie ein Klang in ein Wort kommt, gefärbt dadurch, welchen Preis jemand fürs Sprechen zahlt. Manche Worte sind offen wie Diamanten vor einem Glasfenster, die ihren Gesang entfalten im Aufblitzen der vorbeigleitenden Sonne. Andere Worte sind zusammengeheftete Wettscheine in einem perforierten Buch, kaufen und unterzeichnen und abreißen und komme, was da wolle, der Stumpf bleibt ein schlecht gezogener Zahn mit zerfetztem Rand. Manche Worte leben in meiner Kehle, brütend wie Nattern. Andere kennen Sonne, ziehen suchend wie fahrendes Volk über meine Zunge, um durch meine Lippen zu explodieren, wie junge Spatzen aus der Schale brechen. Manche Worte verhexen mich. Liebe ist ein Wort, eine andere Art des Offenen. Wie der Diamant in ein Flammenbündel kommt, bin ich schwarz, weil ich aus dem Inneren der Erde komme, begreift meine Worte als Juwel im offenen Licht. Wer sagt, es sei einfach? Zum Baum des Zorns gibt es so viele Wurzeln, dass die Äste manchmal brechen, bevor sie tragen. Bei Neddix sitzend treffen sich die Frauen, bevor sie marschieren. Sprechen sie über die schwierigen Mädchen, die sie einstellen, damit sie frei sind. Ein fast weißer Barkeeper übergeht einen wartenden Bruder, um sie zuerst zu bedienen. Und die Damen nehmen die vordergründige Annehmlichkeit ihrer Sklaverei weder zur Kenntnis, noch weisen sie sie zurück. Aber ich, die ich bestimmt bin von meinem Spiegel und meinem Bett, sehe Ursachen in der Hautfarbe, ebenso wie im Geschlecht. Und sitze hier und frage mich, welches meiner Ichs wird all dieser Befreiungen überleben?